Mann, mach hin, ey. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich will nicht, dass es lädt. Ja, genau. Stream läuft auch wieder. Ja. So, schön. Ist deine Werbung jetzt auch weg? Ja. Sehr schön. Okay, hallöchen und willkommen zurück zu unserem kleinen Stream. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ob ich diese Pause, die ich jetzt gerade hatte, auf YouTube hochladen werde, zwecks Musik, obwohl es weiter nur Gaming-Musiker, man weiß ja nicht, auf jeden Fall. Das war gerade echt blöd, ich drücke hier wieder auf das Entmuten vom Mikrofon und was macht der OBS? Also ne, ich habe die ganze Zeit mit Matter gequatscht. Das Mikrofon hat funktioniert, aber der OBS wollte das Mikro irgendwie nicht mehr haben. Ja, und ich habe es natürlich auch nicht gemerkt, weil ich den Stream auf stumm habe. Aus dem Grund habt ihr auf jeden Fall mich gerade hier nur, pantomimisch gesehen, aber nichts gehört. Egal, jetzt geht's ja wieder. Im Prinzip ist ja OBS total toll, aber was da jetzt gerade war, wenn man das Mikrofon einmal mutet und dann wieder freigibt, warum man es dann nicht mehr haben wollte, kein Plan. Ja, normalerweise funktioniert das, aber manchmal klappt es irgendwie nicht. Ich hatte das mit dem Windows-Sound schon. Ja, okay, auch doof. Naja, ich habe auf jeden Fall gerade in der Pause ein bisschen Schleichwerbung. Ginger Ale von Kaufland. Aber das ist echt gut. Ich mag das Zeug. Kaufland. Ja, das klingt jetzt eher nach Carglass. Carglass repariert. Carglass Taschlaus. Kennst du nicht den Jingle von Kaufland? Dieses Kaufland. Aus dem Radio ist das vor allem immer. Ich weiß gar nicht, wie. Scheint sie nicht zu. Ich weiß gar nicht, wie der Channel bei uns ist. Und dann habe ich halt hier gefuttert in der Pause. Das hat auch gerade sehr geholfen hier. Die Dinger kennt ihr doch sicherlich. Softcake. Voll lecker. Boah, die finde ich voll eklig, wenn ich das mal sagen darf. Okay, ich finde die gut. Okay. Ich finde die gut. Ja. Aber okay, bis auf so kleine technische Mini-Pan, die man ja mal echt verzeihen kann, weil dieses kurze Abkacken vorhin bei Saints Row und jetzt. Wer weiß, was das war. Ja, keine Ahnung. Und das lag wahrscheinlich auch eher an Twitch. Ich glaube nicht, dass es am OBS lag. Und dann eben hier die, jetzt gerade die Mikrofongeschichte läuft aber eigentlich echt gut. Also technisch läuft es auch wunderbar. Finde ich. Ja. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, Dawn mag die Softcake auch nicht. Ja, wer sagt, dass man gleich die ganze Packung essen soll? Habe ich ja auch nicht gemacht. Guck mal hier. So viel habe ich jetzt gar nicht gehabt in der Pause gerade. Das waren, glaube ich, 3 Stück habe ich gegessen. Naja. Ja, so. Womit geht's denn jetzt weiter? Womit geht's denn weiter? Gerade mal überlegen. Lilly kann Radiowerbung auswendig. Oh wei. Oh wei. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine Runde Osu, so kurz zur Entspannung machen. Natürlich jetzt immer so eine Geschichte, die kann ich dann höchstwahrscheinlich halt wieder nicht auf YouTube hochladen. Ja, das ist immer doof. Osu muss ich dann eben rausschneiden. Tambo in Orchestrieren. Ah, noch eine Orchestrierung, die ich dann wieder doch bloß nicht abspeichern kann? Nee. Hätte ich gern gemacht, aber haben wir schon festgestellt, dass der Stream das irgendwie nicht abspeichern will. Das ist dann auch blöd. Ach ja, spielst du die DuckTales-Orchestrierung ab? Ja, danke schön. Sehr gutes Stichwort. Ich mag Leute, die mitdenken. Bei wem muss ich mich bedanken? Bei Itamba. Okay. So, meine DuckTales-Orchestrierung, die. Ja, es war ein Versuch, ne? Also, Leute, es ist ein Experiment. Ich wollte das Titellied von DuckTales mit Orchesterinstrumenten darstellen. Und ich habe es aus einem folgenden Grund nicht auf YouTube hochgeladen, weil ich festgestellt habe, dass diese Melodie einfach, ja, Orchester passt irgendwie nicht. Das ist ein Lied, da brauchst du Synthesizer-Sounds irgendwie, die so ein bisschen fetter klingen. Ja, ich glaube, fetter ist irgendwie das richtige Wort. Also, ne, es ist wirklich nur ein Experiment gewesen und erwartet jetzt bitte kein Wunder. Es ist experimentell, aber ich hatte meine Gründe, es nicht hochzuladen. So. Gut. FL Studio. DuckTales. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Thank you.
Das war's. Also auf den ersten Hörer würde ich sagen, einfach auch zu viel Hall irgendwie, aber... Ja, es ist, wie schon gesagt, es ist Orchesterinstrumente passen einfach mir doch nicht. Und wie Anima 64 schreibt, es ist an einigen Stellen zu lasch. Und das war auch genau das Problem, das ich mit dieser Orchestrierung dann hatte. Es ist irgendwo, da fehlt mir die Power. Was mir da sehr viel besser gefällt, ist die Orchestrierung, die ich von Ambis Palast gemacht habe. Wir waren ja in meinem LP, waren wir nur mal ganz kurz da, aber die Melodie dort hat mich sowas von geflasht. Und Ambis Palast, Oracle of Ages, das gefällt mir echt gut. Da habe ich jetzt rein mit Bläsern gearbeitet, mit unterschiedlichen Blechblasinstrumenten, die einen sehr interessanten Sound ergeben. Und das gefällt mir sehr viel besser. Nehme ich das hier gerade mal. Das ist nämlich ziemlich kurz, weil die Melodie auch kurz ist und sich eigentlich nur ständig wiederholt. Aber das haue ich euch auch gerade mal noch rein. Ja, jetzt habe ich halt den obligatorischen Fade-Out und genau. Ja, also ist ganz okay. Es klingt wie eine Hymne. Ja, genau, richtig. Es ist ja auch eine Hymne eigentlich. Ambi ist ja die Königin. Ja. Und ansonsten, was nehme ich denn noch? Ach komm, eins zeige ich euch jetzt auch noch. Und zwar das Minuett des Waldes und dann auch nochmal den Remix, den ich davon gemacht habe. Das eine geht nur 18 Sekunden, das andere 43. Und das werde ich noch hochladen. Das ist jetzt ja von Ocarina of Time. Also, Minuett des Waldes, normale Fassung. Ja, kurz und knackig. Und jetzt die Remix-Version, die einfach noch ein bisschen den Vorlauf hat und das Ganze ein bisschen in die Länge zieht, sage ich mal. Das war's. Keine Ahnung. Ja, schön. Ob euch das gefällt oder nicht. Gänsehaut. Schön. Das hört man natürlich gerne. So, gut. Ich musste mich ja eben bemühen, bei DuckTales nicht mitzusingen, weil es wäre ein bisschen fail gewesen wegen dem Delay. Aber. Aber. Ich habe das erst neulich wieder, ich habe mir den gesamten Song auf Englisch mal reingezogen, ein paar Mal, und ich habe das so gefeiert. Das ist so ein geiles Lied einfach, nur so ein toller Titelsong, der DuckTales-Song, finde ich. Also es hat irgendwie echt was, die Melodie ist super. Genau, Little Lily muss sich verabschieden, oder? Was war's? Ja, genau, Little Lily verabschiedet sich. Genau, ja, dann. Genau, und dann gute Nacht. Katja Kitty wollte ja gerade irgendwie was fragen. Ja, zum Minuett des Waldes, dann frag, liebe Katja. Ja, gerade mal eine kleine Laberrunde. Und dann können wir Ozu machen. Und dann wollten wir noch das Turtles-Ding gerade nochmal anpacken. Genau, DuckTales kommt als überarbeitete Version für die Konsolen raus. Ja, da habe ich den Trailer schon gesehen, finde ich total toll. Schade, dass es nicht für den PC kommt, aber okay, es ist halt immer ein Konsolenspiel gewesen.
Ah. Aber ich habe es auf dem Gameboy damals rauf und runter gezockt. Fand ich auch total toll. Es gibt ja wie zwei Spiele, ne? Es gibt einmal das mit dem Mondlevel da und es gibt noch ein anderes irgendwie. Teil 2. So, also ja. Katja Kitty ist, ich bin eine kleine Coeurin oder Coverin wahrscheinlich, da fehlt ein V. Und habe das Lied schon gecovert, ja. Allerdings würde ich gerne mal deine Version benutzen, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Was meinst du denn jetzt mit Covern? Singt sie dazu oder? Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. So, Osu? Ja. Osu. So, ich werde mir, oh ja, ich hätte ja gern den Chat wieder in irgendeiner Form mit drin. Alles wieder mal ein bisschen basteln hier, so. Willst du bei Osu Multiplayer machen oder Singleplayer? Nö, wir können eigentlich den Multiplayer machen und zusammenspielen, wir beide. Okay. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt andere Leute dazu einladen, aber oder ja, gut. Kann man auch machen. Können wir auch machen. Ne, komm, machen wir das auch. Machen wir das. Ich muss dann mal gerade meinen. Ja, darf ich mir ein Lied zu Osu wünschen? Na, ich würde jetzt die Lieder nehmen, die ich jetzt schon drauf habe. Ich möchte jetzt nicht noch extra welche runterladen, aber ich habe eigentlich relativ viele. Gut. Ja, dann sage ich hiermit gerade mal, für alle, die das jetzt auf YouTube anschauen, das, was jetzt passiert, werdet ihr nicht sehen können. Ich muss es rausschneiden und ja, dann seht ihr gleich wieder im nächsten Part, wenn es weitergeht mit dem, was dann eben nach Osu kommt. Also, bis denn.